Okay, du kannst dich immer wecken, der liegt da jetzt gerade in deinem Zelt. Ich stapfe mal durch den Schnee wahrscheinlich in Richtung Ömer zum Zelt. Rüttel mal so an der Zeltstange. Ömer! Was denn, was denn? Ragnar, Starkad hat meine Schuhe kaputt gemacht. Kannst du mir helfen? Was, Moment, ich zieh mir jetzt mal was an, Sekunde. Und immer zieht sich ein wenig was an und es raschelt im Zelt und immer wieder sagt er, ja, ich komme sofort, ich komme sofort. Man kommt aus dem Zelt herausgekrabbelt auf alle Viere. Nachdem er aufgestanden ist, schlägt er sich so ein bisschen Schnee von den Händen und dem Knie ab. Was jetzt? Welche Schuhe sind kaputt? Ich zeige die beiden Sch einen Schuh wahrscheinlich vor. Okay, haben wir irgendwelches Material zum Reparieren? Ich meine. Wir haben, glaube ich, Sehen von diesem Vieh. Müsste es damit nicht funktionieren? Was haben wir von welchem Vieh? Sehnen, Muskelsehnen. Von diesem Von dem. weißen Hetzer. Aber sehen, die faulen doch total schnell weg, wenn wir sowas nehmen, dachte ich. Also die müssen wir doch erst vernünftig bearbeiten, damit die nicht wegfaulen. Ich habe keine Ahnung von. Aber im Kalten doch nicht. Naja, die werden immer Aber wieder im Nassen warm, und das. weil die im Stiefel getragen werden. Das wird faulen. Könnte man Lederstreifen von der Haut bearbeiten und die dadurch ersetzen? Ich habe keine Ahnung von Schneidern. Ich habe keine Ahnung von Leder. Ich kann das nicht verarbeiten. Meine Nadeln werden brechen wahrscheinlich, wenn ich das versuche. Dann kann ich nicht mehr schneidern. Also deswegen, ich kann da euch nicht helfen. Verdammt. Überschaut sich um, als wenn er irgendwas sucht. Was wird denn da helfen wohl? Ich habe nichts Wasserabweisendes, was ich euch da irgendwie geben könnte. Was die Feuchtigkeit raushält, damit der Schnee sozusagen nicht eure Schuhe immer nass macht von innen. Was ist das denn? Und ich zeig mal auf ein Fels, wo vermutlich Goblins sitzen, nehme ich an. Also, es erscheint mir auf jeden Fall so. Wo denn? Da oben, komische Viecher mit Speeren. Was ist das denn? Das hat uns noch gefehlt. Was, Goblins? Waren das nicht die Viecher, die hier in der Region ziemlich aggressiv sind? Warum sind immer aggressiv? Lasst euch da nichts auftischen. Mit Festung waren sie es nicht, aber vielleicht waren sie dort schon an Menschen gewöhnt. Vielleicht haben die ja Schuhe für euch. Wenn die aggressiv sind, dann werden die bestimmt die Leute überfallen. Das ist ja ausgezeichnet. Wie gut, Wie dass viele wir sind es Torgosch denn? haben. Torgosch kann uns verteidigen. Ihr solltet euch vielleicht einen dieser Äste hier nehmen, wenn ihr noch einen guten findet, und einen rudimentären Speer zusammenschnitzen. Oder ein Knüppel. Oder einen Knüppel, wenn euch das lieber liegt. Ragnar hat mir erzählt, dass er seine ersten Gegner auch mit einem Knüppel erschlagen hat. Ich kann euch aber mal einen Streitkolben zur Leihe geben, wenn ihr ihn nicht wieder verliert. Also ich verliere gar nichts von anderen Leuten. Ich versuche mal das mit dem Speer. Ansonsten hätte ich hier noch diesen wunderschönen Stein, den kann man gut werfen. Das ist ein guter Einwand, danke. Sag mal, Ömer, hilfst du mir jetzt? Lass doch mal Ragnar die Füße ausziehen hier. Wir tauschen die Schuhe. Hat er verdient. Was? Wer hat was verdient? Na, Ragnar hat doch jetzt mit seinem Dolch hier rumgepropelt. Ich bin Ja, dafür der hat die die wieder Löcher fertig. was größer gemacht. Das Problem ist einfach, dass die Schuhe sowieso schon vorher ein Loch hatten. Ob die jetzt zwei Löcher haben, ist leider irrelevant. In dem Sinne, dass es beides nicht schützt. Na gut, dann ich glaub dir alles, was du sagst, Ömer. Ja, das hilft nicht. Also das hilft weder Ragnar noch hilft das Abelmir. Ich meinte natürlich Alricio. Dann nehmen wir die beiden Köpfe hier und dann höhlen wir die Köpfe aus und dann steckt er seine Füße in die Köpfe. So Was? wie Hausschlappen. Höhlenschlappen. Was für ein seltsamer Vorschlag. Ihr habt doch völlig den Verstand verloren. Dann musst du dir noch andere weiße Hetzer schlagen, Jalan. Finde Was mir war das? einen. Kann man ein Stück vom Fell ungefähr in den Schuh reinpacken, dass das Loch so ein bisschen abgedichtet wird irgendwie? Also das Fell nehmen, das jetzt gerade um deinen Schuh drum herum gewickelt ist und gucken, wie das geht. Ich brauche ja bloß ein Stück irgendwie so 20 cm oder so. Ja, mit einer gelungenen Kirschnerprobe würde ich das Oh. zulassen. um ein Stück Fell abzuschneiden?
Ja, so, dass das ordentlich Kälterüstungsschutztechnisch... Ansonsten hast du eine Menge Fleisch mit da dran hängen. Ja, ansonsten, genau, fault das Fleisch da noch rum oder... Ich habe irgendwas vor allem musst du ja die Teile vom Fell abschneiden, Stück ist zu klein. Die sowieso noch dran sind, denn der größte Teil wurde ja gerade zu einem Mantel verarbeitet. Genau. Mach mal eine Kirschnerprobe, dafür ist das Talent da. Ich habe keine Kirschner. Ach, warum das denn nicht? Hast du dich nicht vorbereitet? Ja, genau. Bist du vielleicht ein hochmäßiger Horasier, der sich auf andere Leute verlassen muss, um seine Arbeit zu machen? Genau, ich habe selten Kirschner bis jetzt gebraucht irgendwie. Ja, dann würfel mal Lederbearbeitung, würde ich auch zulassen. Plus 5. Okay, eine Sekunde. Spaßig. Leder, da, Leder. Ach, du hast das sogar, scheiße. Lederarbeiten ist ein gutes Talent, ja. Ja, okay. Jalan, du kannst gerade sehen, wie er... Oh, scheiße, jetzt hier das Ohr ab. Nicht am Ohr, irgendwie am Stück unten. An meinem Bauch, genau, am Bauchfell. An meinem Mantel lasse ich den nicht rumfriemeln. Ja, also... Also er kann irgendwie von den Bäumen was abschneiden, wenn er möchte. Die werden ja noch dran sein. Ja, da irgendwie ein bisschen zu viel abgeschnitten. Passt nicht ganz nicht um die Schuhe. Ja, ein bisschen zu viel. Ah, gut, jetzt kannst du nicht rumwickeln. Nee, Guckst so ein bisschen auf die zerschnittenen Körper, das Fell, was da so vor dir liegt. Gut, das kannst du, da zu viele Löcher drin. Guckst ein bisschen auf den neuen Mantel. Ist natürlich nichts, was man in Horasien auf so einem Ball irgendwie tragen würde, aber jetzt so für die Kälte könnte dir Jalan zumindest aushelfen. Wenn er es dir das gibt, dann könnte das was werden. Jalan? Verzeiht, Alricio. Könnte ich diesen Pelz haben oder dieses Fell? Habt ihr denn wirklich keine andere Möglichkeit, euer Zeug zu reparieren? Ich bin handwerklich nicht sonderlich begabt, muss ich zugeben. Dann findet jemanden, der mir einen Streifen abschneidet, ohne dass sich das ganze Ding auflöst. Ömer, wie ist eure Handwerkskunst? Starkert ist ja nun unter ferner Liefen. Wie gesagt, ich glaube, ich verstehe auch nicht mehr als Starkert von Leder. Das heißt, ich kann das versuchen, aber das wird höchstwahrscheinlich ganz grausam werden und ist nicht das, was Irodin sich vorstellt. Was soll das denn heißen? Ich verstehe sehr viel von Lederarbeit. Ah, so langsam geht auch die Sonne unter. Okay, also ich verstehe nicht viel davon, dann sollte Starker das eher tun. Ja, könnt ihr nicht irgendetwas Passendes herbeizaubern? Das letzte Feuerchen geht gerade aus, hab nochmal den Kessel sauber gemacht, aber ja, jetzt habt ihr kein Feuer mehr. Verdammt. Ja, ohne Licht kann ich allerdings nicht arbeiten. Ich schmeiß mal eine Stabfackel an. Reicht dieses Licht, um zu arbeiten? Für eine Fackel. Und was war jetzt genau euer Plan? Ihr wollt hier dieses Fell als eure... Ich wollte dieses in diesen Stiefel am Fußpunkt einarbeiten, dass sozusagen dieses Loch, was oder Bärenlöcher, die jetzt im Stiefel sind, verdeckt werden oder, ja... Nein, das hab ich ja schon probiert. Ja. Ich hätte noch eine andere Taktik. Ja. Wir könnten einen Großteil des Mantels nehmen, ihn hoch über den Fuß schnüren sozusagen und den dann mit Bändern sozusagen immer wieder am Fuß, also sozusagen an dem Schuh verbinden, also festmachen und dann am Ende den oberen Teil abschneiden. Leider ist damit der gesamte Mantel dann zerstört. Das würde klappen. Hatten wir nicht zwei von diesen Fällen? Ja, aber nein, wir hatten zwei von den Tieren, aber ein Fell. Achso, ja. Wir könnten natürlich zurückreiten. Nee. Ja, genau. Verdammt. Könnte ich ein Unterhemd opfern? Das müsste eigentlich auch funktionieren, auf der gleiche Weise. Ist vielleicht nicht ganz so warm, aber... Es hält ja kein Wasser ab, da euer Unterhemd, im Gegensatz zu dem Fell. Ich hätte ein paar nicht kälteresistente. Nee, habe ich doch nicht, scheiße. Doch. Wir könnten. Das Leder von einer Satteltasche nehmen. Und dann regnet's da rein. Hattest du nicht noch einen extra Mantel, Jalan? Kannst du den nicht einfach nehmen? Der ist aus Wolle und den hat Starkheit. Der hält auch kein Wasser draußen. Ich könnte ein Stück von meinem Lederrucksack opfern, oder? Was macht ihr da mit dem Inhalt?
Auf dem Esel. Wie viel Inhalt habt ihr denn? Das ist ein großer, der hat glaube ich 6 Kilo, glaube ich, oder 10, 15 Steine. Das habe ich nicht gefragt, was habt ihr denn da drin? Gute Frage. Das habe ich nicht explizit definiert. Aber man kann ja sicherlich in den Satteltaschen von diesem Esel den Rest unterbringen, oder? Kommt drauf an, wie viel du hast, wenn du jetzt irgendwie 15 Meter Seil drin hast. 50 oder so. Na, wieso soll ich 50 Meter Seil haben? Was weiß ich. Also mein Esel ist zurzeit schon sehr überlastet. Die ist ja mein Esel, also von mir und Achso, dein raus. Esel. Ich dachte, du redest von meinem Esel. Nee, nee. Ja, wenn das geht, dann mach das so. Wenn Frost hier zulässt. Was möchtet ihr jetzt tun? Ich wollte einen Teil von diesem Lederrucksack benutzen, um das Loch im Fuß meines Stiefels abzudichten. Deinen Lederrucksack? Mhm. Okay, finde ich gut. Muss ich jetzt auch Lederproben machen? Nein, passt. Alles klar. Ihr gut. Könnt auf Kosten deines Rucksackes, wir werden sehen, was das für eine Bedeutung hat, könnt ihr das ganze Ding reparieren und der Kälterüstungsschutz von dir ist wiederhergestellt. Dann geht es an die Nachtwachen. Es sei denn, ihr wollt drauf verzichten. Soll mir egal sein. Ich würde ganz gerne die erste Wache halten. Die ist wieder frei geworden, weil einer tot ist. Ach komm, Ömer, die machen wir zusammen. Abdulon. Das mit dem Namen müssen wir, glaube ich, bis Jolgomak noch ein wenig besser lernen. Ja. Wenn ihr zusammen macht, dann mache ich meine wohl mit. Wen haben wir denn noch? Niemanden? Israbul. Ich kann die nicht alleine machen. Ich helfe dir. Gerne. Wie hilft das? Du hast gefragt. Kannst du natürlich ablehnen. Abdulon. Vielleicht dehnen wir die Wachen dann noch ein bisschen aus, damit wir auf die richtigen Seiten kommen. Abdulon. Wenn jeder so eine halbe Stunde mehr macht. Was denn? Ich habe ein ziemlich schlechtes Gefühl, wenn wir die anderen Wachen halten lassen. Warum? Na, ich weiß nicht. Vor allem, wenn Amenalaos, der Horasia, da alleine Wache hält. Habt ihr kein Vertrauen in mich? Der ist doch gar kein Ding, der ist doch Zyklopea, glaube ich. Ach, Zyklopea. Ist das nicht egal? Wir machen einfach jeder eine halbe Stunde länger, dann gibt sich das doch. Ja, okay. Spaß ich. Naja, wie viel Stunden Gläser macht denn jetzt jeder, damit ich so eine ungefähre Orientierung habe? Dann macht jeder 2,5. Ihr werdet jeder 3 machen müssen. Warum wird jeder 3 machen müssen? Naja, wenn ihr jetzt bis 23:30, ich glaube, das wird nicht reichen. Na, dann stehen wir halt, 23:30, dann von 23:30 bis 2 Uhr, dann von 2 Uhr bis 4:30 Uhr und dann stehen wir halt alle auf. Bis 4:30 Uhr? Dann wird gepackt und dann wird preisgefällig mit dem allerersten Sonnenstrahl losgeritten. Gut, das heißt, ihr habt sowieso alle erstmal sowieso eine Stunde weniger Zeit zum Schlafen. Na, richtig? Nee, und eine halbe. Doch, eine, ja, eine. Genau, eine. So, und dadurch, dass ihr nochmal 2,5 Stunden Wache haltet, sind das nochmal 2,5 Punkte weniger Schlaf. Das heißt, eure Regeneration ist 1W6 minus 3. Dann nochmal minus 1 durch die Umgebung, weil der Boden ist feucht. Und dann bräuchte ich bitte von jedem von euch nochmal eine Probe für seinen persönlichen Schlafplatz. Von über habe ich die schon bekommen. Wildnisleben plus 4, hast du gesagt. Wildnisleben plus 4. Außer für Eisenmann. Denn der ist gewerkskundig. Genau. Ja, mein Schlafplatz ist für den Arsch. Ja, dann kriegst du nochmal eine minus 1 reingedrückt. Das ist okay, dann bin ich jetzt bei minus 5, ja? Abel mir aber genauso. Abel mir auch. Und bei Abel mir kommt es eben drauf an. Und ich krieg aber noch eine plus 4 von der Halkone Wundenprobe heute Mittag. Das mag richtig sein, ja. Also ich bin bei minus 1. Also minus 5. Konzi ist nicht geschafft. Genau, also Abelmir ist eine Regeneration minus 5. Mhm. Die könnt ihr... Warum würfelt ihr die schon? Ich wollte nur wissen,
wie die ist. So, jetzt geht's an die Feuerwache. Ihr kennt das Spiel schon, allerdings haben sich die Modifikatoren gerade ein bisschen verändert. Weil ihr habt Erschöpfung habt ihr nicht, die habt ihr abbauen können. Wachdauer ist plus 3. Wachfeuer unterhalten müsst ihr nicht. Das heißt, ihr habt erstmal eine plus 3. Keine Outtime gesagt, lass uns doch nicht 2,5 Stunden, sondern 3 Stunden Wache halten. Das ist doch einfach jetzt wegen dem System begründet besser. Ja, wir machen mal 3 Stunden hier. Weil dann sind wir nicht bei minus 4, sondern minus 5, sondern eine minus 4, weil wir eben eine 2,5 Stunde mehr haben. Dann haben wir totale Finsternis, es ist eine plus 3, es gibt kein Lagerfeuer. Je nach Anspannung. Seid ihr angespannt? Ja klar, wir haben doch die Goblins gesehen. Wir haben aber auch die wahnsinnige Torwallerin endlich entfernt. Sollte sich das nicht auscanceln? Okay, dann meinetwegen sei ruhig, kommt dir sowieso nichts. Je nach Haltung, im Hinterhalt liegend, sitzend, um die ganze Zeit herum. Wie macht ihr das? Immer sitzt. Er will nämlich keine Überanstrengung, also Anstrengung aufbauen. Ja. Bin ich so angestrengt, ich werde vermutlich ein bisschen umherstolzieren und mich um Bissfrau kümmern und so. Also leichte Bewegung, wie auch immer das angeordnet wird. Ja, leichte Bewegung würde ich dir eine minus 1 geben, wenn du dich da stehend mit deinem Pferd unterhältst. Gesellschaft, ihr wacht zwar nicht alleine, aber ihr könnt euch vielleicht auch nicht so gut unterhalten. Weiß ich nicht, wollt ihr euch unterhalten? Klar, mit Absolut und mein Bestes. Wenn man stark hat, werden sie sich bestimmt unterhalten, ja. Zieh mir aber mehr heran. Und er hilft mir dabei, bis Ravul an Fremde zu gewöhnen. Komm, noch ein Stück, noch ein ganz kleines Stück. Keine Sorge, der kann nicht so weit beißen. Ich habe ihn angebunden. Gut. Dann, du hast dreimal plus 3 eingetragen. Du hast bei Anspannung eingetragen, seit Tagen nichts passiert. Obwohl wir heute Goblins gesehen haben. Das ist doch plus 3. Wir haben doch gerade gesagt, das hat nicht ausgecancelt. Achso, Entschuldigung. Ich hab falsch rechnet jederzeit mit deinem Angriff. Okay, minus 3. Verzeihung. Warum auch immer die... Achso, okay, gut. Ja. Du kannst ja sagen, das ist nicht minus 3, sondern minus 1, nur weil es ist eine mögliche Gefahr. Es ist ja nicht so, dass wir sie zu 100%igen Feinden erklärt haben, je nachdem. Ich würde sagen, bei mir ist es minus 1, weil ein bisschen angespannt ist, immer wieder kommen. Dann seid ihr insgesamt bei plus 3, plus 3, minus 3. Das ist ein plus 3 und dann nochmal eine 10, ne? Das ist die Selbstbeherrschungsprobe minus 10, war das nicht so? Ja genau, das ist um 10 erleichtert und dann kommen da jetzt sozusagen 9 drauf, dann kommen da 6 von runter, das heißt minus 4, das heißt das ist erleichtert um 4, um nicht wegzuschlafen. Genau, Selbstbeherrschungsprobe von allen einmal. Zuerst einmal wahrscheinlich von Starkart und Abdulon, genau, ob die sich wachhalten können. Also erschwert um 6 jetzt oder so ein Problem. Erleichtert um 4, what the fuck? Ja, genau, das ist auch wieder so ein Ding aus dem WDE, was nicht so viel Sinn ergibt. Aber Ömer scheint wegzunicken. Ja. Du meinst Abdulon. Genau. Ömer. Abdulon, aufwachen. Ja, ich bin wach, kein Thema. Ragnar, Sinnschärfeprobe von dir. Und zwar ist die Sicht in der Dunkelheit eine plus 8, weil es ist halt alles sehr dunkel. Aber du siehst, wie oben in den Bergen weitere Steinchen runter holpern. Poltern. Nicht wirkliches Krächzen, aber irgendein Tier ist da oben. Da oben. Abdulon. Was wo? Da oben. Da sind gerade Steine runtergerieselt. Da ist irgendein Tier oder sowas. Das sind die fucking Berge, hier rieseln immer Steine. Ich habe ein Tier gesehen. Das ist ein Tier. Genau, konnte ich das nicht erkennen. Wir sollen wachsam bleiben. Ja, sind wir. Schau du mal in die Richtung, ich lehne mich mal kurz in den Baum und schau mal in die andere Richtung. Nicht, dass wir von der anderen Seite angegriffen werden, nur auf der anderen Seite Tiere sehen. Jo. Ich rüttel über wach. Was? Ich war gerade aktiv am Gucken, erschreck mich nicht so. Nicht einschlafen. Nee, mach nicht. Viel zu gefährlich hier, kann ich aber so schlafen. Weiter ausklackern. Hast du's gehört? Hä? Was? Nee, ich hab nichts gehört. Alles gut hier. Alles gut hier auf meiner Seite. Ist das Klackern näher gekommen? Ja. Dann würde ich jetzt mal. Ich weiß nicht, sind wir in so einer Art Höhle oder sowas, die leicht zu verteidigen ist? Auf einer Anhöhe, ja, also die müssten da
Die müssten da erstmal, wie gesagt, es gibt hier keine Bäume, ziemlich freies Feld dann vor dir, bevor dann vor dir die Steilklippe nach oben ragt. Auf der anderen Seite natürlich, ja, da wo der Fluss dann auch runtergestürzt ist, na, da ist der Weg eben auch dann irgendwann zu Ende. Okay, und diese Steilklippe ist wie steil? Da geht's so bestimmt 30 Meter runter. Da kann man noch runterklettern. Es ist jetzt nicht so, dass man da direkt in so ein Tal stürzt, aber da geht's erstmal ziemlich, mit so ein paar Spalten, Rissen. Das tut richtig weh, wenn du da runterfällst. Und ungefähr 20 Meter weiter geht's dann wieder ein bisschen zackig nach oben. Das ist das Gebirge nicht zu Ende, aber ihr seid eben jetzt hier auf diesem Pfad. Bei Pfad, Entschuldigung, kannst du noch mal... Auf dem Pfad, also wie gesagt, ihr seid irgendwo hier. Ach so, ja. Du hast gerade eben gesagt, da sind irgendwo Steine runtergerieselt. Das heißt, das muss doch irgendwo in unserer Nähe einen Berg hochgehen. Ja, genau. Hier, also hier ist dieser Berg hoch. Da sitzen sie irgendwie drüber. Und hier geht's dann runter. Waren da auch gestern die Goblins? Du hast sie nicht gesehen. Also es war auch nicht von Goblins die Rede, sondern von roten Tieren. Weil Torgosch weiß nicht, was Goblins sind. Ach so, ja, okay. Ja, genau. Aber er hat ja in die Richtung geguckt. Also hat er in die Richtung geguckt oder so, wurde er geguckt? Habe ich das gehört? Ich nehme an, ja. Dann würde Starkheit jetzt so leise wie möglich versuchen, zu den anderen hinzukriechen und die zu wecken. Ihr seid alle wach. Was ist denn? Da draußen sind Goblins. Na, nicht Goblins, irgendwelche Tiere. Wahrscheinlich werden es die Goblins sein. Wir wissen nicht, dass es Goblins sind. Ich sag ja nur wahrscheinlich. Ich sehe mal einen Bogen auf. Ich weiß nicht, wie viele. Ich habe euch geweckt, bevor sie uns aus dem Hinterhalt angreifen können. Kommt auf die Beine. Bleibt alle zusammen. Ich will nicht, dass sich jemand in der Lokalität verliert. Klingt vernünftig. Gut. Dagard, Abdullon, ihr habt doch scharfe Augen. Seht ihr irgendwas da draußen? Wenn du schaust, ist Abdullon da irgendwo an so einem... Der hält Wache. Sitzt da auf einem Baumstamm, ist da an einem Baum angelehnt und scheint sich umzuschauen. Na gut, ziemlich regungslos gerade, aber... Ich schleich dann mal zu ihm rüber und tipp ihm mal die Schulter. Ja. Was? Komm zurück zu den anderen. Ich will nicht, dass wir separiert sind. Ja, klar. Hier war alles ruhig bisher. Gut. Seht ihr da oben so ein bisschen Schlaf aus den Augen und steht dann auf. Seht ihr da oben irgendwas? Ragnar meint, da rieselt was. Blut! Hören wir das? Rieber! Psst! Rieber! Wo kam das her? Immer schaut sich jetzt mal hektisch um. Das hat er doch ein bisschen an. Juxet! Hört sich jetzt ein bisschen an wie irgendwie ein Festum? Hast dich ja mit den Goblins da abgegeben in dem Viertel. Das ist auch schon über ein Jahr her, aber vielleicht kommt das so ein bisschen so sprachlich so, oder? Du verstehst nicht, was sie sagen, aber es klingt goblinsch. Das klingt wie die kleinen Rotpelze, wie die Goblins aus Festung. Die nur einen Tag mal gehört, aber... Hier sind goblinsch irgendwas? Ja, dann kannst du es wahrscheinlich 100% als goblinsch identifizieren. Alles klar. Diese Goblins sind nicht wie die in Festung. Ja, das habe ich verstanden. Glaubt nicht für eine Sekunde, dass sie euch nicht abstechen, wenn sie Gelegenheit haben. Immer zieht sein Säbel. Schaut alle, ob ihr eure Metallgegenstände bei euch habt. Die Klauen. Okay. Immer geht mal zu seinem Zelt zurück und schaut mal nach, ob alles da ist. Also nicht komplett den Rucksack, aber ob der Rucksack da ist. Ich möchte auch alles, was irgendwie offen rumliegt, was aus Metall ist, an mich nehmen. Ich glaube nicht, dass die das klauen wollen. Die sind um uns herum, die haben uns umzingelt. Richtig. Mindestens 10 Stück. Da vorne, da in der Dunkelheit, da. Und immer zeigt irgendwo mitten, also Abdullon zeigt mitten mal kurz in die Dunkelheit hinein. Keine Sorge, Goblins sind klein und feige. Ich spähe mal da wohin, wo er immer hin zeigt. Sehe ich etwas? Sinnschärfeprobe, plus 8. Will ich eine Erleichterung, weil du immer mir die Stelle weißt? Ja, stimmt, weil die Dunkelheit 7, nicht weggeht. Plus 7. Okay, das wird sowieso nix. Mit einem guten Auge. Fast. Verflucht ist ja, die Augen funkeln leicht bei denen. Man kann sie ganz gut an den Augen erkennen. Dann erschieß sie. Soll ich jetzt auf sie schießen? Ja, wir decken dich und erschießt sie. Wenn du was Glück erschreckt, sie das genug, dass sie sich zurückziehen.
Goblins sind feige. Juxet. Und nun denken, Goblins sind feige. Griebner. Aber mir, könnt ihr euch bereithalten, auf Kommando Licht zu machen? Sicherlich. Gut, dann haltet euch bereit. Der Rest bewaffnet? Ich bin nicht sicher, ob wir jetzt wirklich auf sie schießen sollten. Willst du sie da sitzen lassen? Naja, warten wir noch mal kurz, vielleicht... Na gut, dann warten wir. Scherzei. Torgosch, habt ihr eine Waffe? Zwei! Und er zieht seine Fäuste nach oben. Ich gebe ihm einen Dolch. Ja. Eigentlich nicht besser, aber ja, danke. Google ich bewaffnet Eisenmann. Stimmt, er ist Eisenmann. Großholz. Scherzei. Scherzei! Du kannst erkennen, wie sie einen Schritt nach hinten springen. Allesamt. Fangen jetzt so ein bisschen an zu plappern. Bisschen lauter. Upushana, Golubst, Kugelmuggel, Griebner, Yahikari, Yasula, Durps, Scherzei. Scherzei? Kugelmuggel. Der wohl aufhört, den Viecher noch zuzurufen. Also was machen wir jetzt mit den Viechern? Ich habe keine Ahnung, was das für Dinger sind, aber die können jetzt ja nicht hier ewig rumstehen. Immer, wenn sich bei dir nicht langsam ein Plan entwickelt, würde ich ganz zum Angriff übergehen. Verzeihung, Abdullah. Die sind von ihren Stellungen aufgesprungen, ich sehe dich nicht mehr. Weiteres Klackern in den Bergen. Zwei, drei weitere Steine sind runtergefallen. Vielleicht die Hunde Verstärkung. Oder sie ziehen sich zurück. Blick dich um, siehst du was? Ich sehe sie jetzt schon eine ganze Zeit an, ich schaue mich mal aktiv um. Dann. Sag mal, Abelmir, wollen wir Licht machen? Ich warte noch auf Jalans Kommando. Die Kommandostruktur muss eigentlich eingehalten werden. Die liegt doch bei Torgosch. Torgosch? Wartet einfach mal darauf, was Ömer sagt. Ich sehe niemanden. Gut. Wir rücken geschlossen in diese Richtung vor. Ich zeig mal grob dahin, wo vor den Goblins waren. Wenn ihr mal sonst nichts mehr sieht, haben sie sich wahrscheinlich zurückgezogen oder haben uns umlaufen. Jemand sollte bei den Pferden bleiben. Und den Eseln. Magister Jolos, passt ihr auf? Da vorne, ich sehe die Medienhaus. Die sind auch immer um uns rum. Die sind nur ein paar Meter weiter weg. Gut. Die sind jetzt auf über 100 Schritt aktuell. 100 Schritt. Ich schlage vor, wir bewegen uns vorsichtig heran und greifen dann an, wenn wir in Reichweite sind. Wir sollten unsere Ausrüstung hier nicht unbewacht liegen lassen. Du hast gesagt, die klauen. Hm. Wenn wir unsere Ausrüstung verlieren, sind wir tot wegen der Kälte. Ja, ihr habt recht. Ihr habt recht. Also entweder nehmen wir unsere wichtigste Ausrüstung mit, wenn wir da hingehen, oder wir lassen es. Wir bräuchten alles. Wenn die uns auch nur die Zelte klauen, sind wir tot. Hört ihr das? Ist das ein Schwein?